Moin Leute und willkommen zu World of Tanks mit mir Sateklon und einem weiteren Einsteigerguide. Diesmal zur letzten Panzerklasse, die wir also noch nicht hatten. Wenn du also die anderen Panzerklassen sehen möchtest, dann guck auf dem Kanal vorbei, lass ein Abo da. Da kommen dann auch weitere Einsteigerguides, weil jetzt, wo wir mit den Klassen durch sind, kommen natürlich so weitere Guides wie sowas wie Besatzung, ja, was Wichtiges ist. Oder hier Module und so weiter, Munitionstypen. Das sind so Sachen, die auch für Einsteiger wichtig sind, weil sie vor allem in den späteren Tiers, ich sag mal jetzt so ab Tier 5 ungefähr, da werden sie wirklich wichtig, weil da kann man dann so erst wirklich auch gezielt drauf gehen, weil in den unteren Tiers so ab, also bis Tier 4, ist das jetzt nicht so wichtig. Und ja, heute behandeln wir... Ja, wir behandeln die Artillerie, es muss mal sein. Und ich habe jetzt sogar Tier 3, Tier 5, Tier 7 und Tier 9 verglichen. Also 4 Tiers, weil ich mir denke, das soll auch echt reichen. Ja, ich will jetzt nicht jedes einzelne Tier der Artillerie durchgehen, weil das ist auch, ja, so das meist umstrittenste Thema in World of Tanks. Artillerie, ist sie balanced, ist sie nicht balanced, ist sie überhaupt notwendig, kann man sie rausnehmen? Und so weiter. Und ich muss sagen, mich stört Artillerie nicht mal so sehr. Sie wird nicht immer gematcht. Und wenn sie gematcht wird, dann sind es maximal 3 Artilleriepanzer pro Team. Das ist dann schon wirklich viel, aber es kommt auch nicht so oft vor. Und es kann halt echt nervig sein. Ja, gerade wenn man jetzt hier beispielsweise mit so einem T29 unterwegs ist, wirklich so ein fahrender Koloss, ja, der wirklich langsam ist, genauso wie das wie Tiger 2 oder sowas. Du bist einfach super anfällig für Artillerie und es ist einfach nur super frustrierend, wenn du irgendwo hinfährst und du kommst einfach nicht mehr von der Stelle, weil, ja, dich 2 Artis beschießen, ja, also es müssen ja nicht mal 2 sein, also beispielsweise sowas wie, wie ich sie gerne immer nenne, die Leheffe ist ein Premium-Artillerie-Ding, glaube ich, und das ist einfach nur super nervig. Aber wir kommen zu der Artillerie und ja, ich komme jetzt auch natürlich wieder zu meiner allgemeinen Empfehlung, die mir echt schwerfällt. Und dann gehen wir so ein paar Sachen durch, die ich euch ja zeigen möchte, die ich euch empfehlen möchte. Es ist halt wirklich Artillerie und eins der ja komischsten bzw. weirdesten Themen überhaupt in World of Tanks. Also es ist wirklich, der Bereich ist wirklich strange. Nun zur generellen Empfehlung, ist es halt wie gesagt sehr, sehr schwierig, da was Genaues jetzt festzulegen, weil wenn ihr unbedingt wirklich Artillerie spielen wollt, und den Punkt kann ich sogar echt verstehen, weil Artillerie selbst zu spielen macht im Prinzip Spaß, kann schnell langweilig werden, weil wenn man immer nur dasselbe macht, aber das ist ja denke ich klar, dann ist es halt schnell langweilig. Außerdem gibt es bei den Artilleriefahrzeugen sozusagen 2 Typen. Entweder ihr macht super viel Damage mit einem Schuss und braucht halt ein bisschen zum Nachladen und zum Zielen und so weiter. Oder ihr schießt relativ schnell in Folge und macht dafür aber wenig Schaden und auch nicht so eine hohe Betäubungsdauer. Das ist ja bei der Artillerie so ein Knackpunkt, der besonders wichtig ist. Ja, also betäuben, den Gegner zu stunnen, zu schwächen, dass er nicht mehr so wirklich nachladen kann, dass er nicht wirklich schießen kann und so weiter. Dass er nicht wirklich fahren kann, ihr kennt das Ganze, ja. Deswegen ist Artillerie da so in 2 Kategorien einzuteilen. Einmal in Wumms-Artillerie und einmal in, ja, wirklich Feuerraten-Artillerie, ja. Und, ja, meine Fraktion, die ich euch ans Herz legen würde, ist Deutschland. Ja, Deutschland hat so ein, also allgemein der Vergleich, das ist super weird, ja, hat so einen, ja, interessanten Zweig, was Artillerie angeht, und ich habe sie in den anderen Guides immer ein bisschen, ja, in den Schatten stehen lassen von anderen Fraktionen. Deswegen kann ich einfach nur sagen, ja, hey, spielt die Deutschen, gerade in Artillerie kann man das machen, ja, weil bei Artillerie, da, also ist meine Meinung, kann man jede Fraktion nehmen, denn es gibt nur 5 Fraktionen. Einmal die Deutschen, die Russen, die Amerikaner, die Franzosen und die Briten. Alle anderen Fraktionen haben keine Artillerie. Also das macht das Feld der Artilleriepanzer klein.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Deutschen sind bei mir immer ein bisschen zu kurz gekommen, würde ich jetzt hier die Deutschen empfehlen. Und das jetzt nicht einfach nur, weil sie zu kurz gekommen sind, sondern auch, weil sie artillerietechnisch Besonderheiten haben. Und ich muss halt wirklich nochmal erwähnen, bei den Vergleichen ist es wirklich weird gewesen, weil ich halt, wie gesagt, Tier 3, Tier 5, Tier 7 und Tier 9 verglichen habe. Und da kam was bei rum, du, ey, schwierig. Aber um mal eben kurz meine Kriterien, die ich da einfließen lassen habe, zu erzählen, gehen wir mal erstmal in so einen Vergleich rein. So, ich habe jetzt hier mal so einen Vergleich zusammengewürfelt aus Tier 6 Artilleriepanzern. Und ich komme jetzt zu den Werten, die ich überhaupt mit reingenommen habe. Ich habe auch ein paar Werte weggelassen, also beispielsweise der Impact-Bereich, also der Bereich, wo die Granate einschlägt und die Streuung davon, also der Explosionsradius sozusagen. Dafür hat in-game World of Tanks keine, ja, wirkliche Wertung und ja, auf externe Seiten, da wollte ich mich jetzt nicht drauf verlassen, also da distanziere ich mich ein bisschen von. Das kann in bestimmten Situationen nützlich sein, aber jetzt im Falle von Artillerie ist es halt unnötig. Und na klar, wenn jetzt für euch der Impact-Bereich halt einfach wichtig ist, gut, den habe ich jetzt nicht, müsst ihr selber nachgucken, aber ich würde halt sagen, ja, wenn man den Panzer direkt trifft, macht es halt am meisten Damage und es macht auch am meisten Sinn, genau das zu vergleichen. Weil wenn man Wumms macht, dann macht man Wumms. Ja? Ist halt so. Ja, die Werte, worauf ich eingegangen bin, ist dann einmal vor allem der Schaden. Also das heißt, wenn du triffst, wie viel Damage machst du? Ja, das war für mich wichtig, weil, wie gesagt, es gibt so zwei Lager. Einmal viel Damage machen, einmal wenig Damage machen. Und ich sehe gerade hier bei Tier 6, da gibt es wieder Werte, ja. Die widersprechen so ein bisschen den anderen Tiers. Also das ist, der Vergleich ist wirklich weird. Naja, also dann waren für mich noch wichtig die Feuerrate, also wie schnell kommt so ein Schuss auf Folge. Das ist bei Artillerie sind das meistens sehr hohe Werte. Also in dem Fall von Feuerrate sind es niedrige, weil die Nachladezeit halt sehr hoch ist. Also man sieht es hier 29 Sekunden bei dem Deutschen und so weiter. Das ist eine Zeit, da hat man geschossen und ja, kann nebenbei sich noch Kaffee kochen. Ja, also wenn ihr gerade frühstücken wollt und noch ein bisschen World of Tanks fahren wollt, dann ist Artillerie das Ding. Ja, ihr schießt und ja, dann war's das erstmal. Aber ja, das war halt ein wichtiger Wert. Auch die Geschützrichtgeschwindigkeit fand ich interessant. Also wenn der Panzer mobil, wenn der fest irgendwo steht, ja, wie schnell bewegt sich das Geschütz? Ja, ist ja vor allem, wenn man auf sich bewegende Ziele feuert oder wenn man halt irgendwie seinen Feuerbereich verlagern muss, dann ist sowas natürlich wichtig. Ich habe natürlich auch die Wanddrehgeschwindigkeit mit eingenommen, aber zu der komme ich ja gleich. Ja, der Höhenrichtbereich ist so, so eine Art Wertetabelle, die ja vor allem wichtig ist für die Reichweite, für die maximale, aber auch die Funkreichweite ist der sehr entscheidend. Da habe ich eher die Funkreichweite mit reingenommen. Der Höhenrichtbereich des Geschützes kann für den Bogen, die das Geschoss nimmt, entscheidend sein. Aber tatsächlich für die Tiers, wo ich das auch mal mehr angeguckt habe, sind da die Werte nicht so weit auseinander, dass ich da sagen würde, okay, die Fraktion, ja, die tut sich da besonders hervor. Hier mal wieder so eine Ausnahme der Amerikaner, aber wie gesagt, das ist bei dem Vergleich von Artillerie ist das halt einfach so, dass das mal von Tier zu Tier mal anders ist. Dann noch der Seitenrichtbereich, also ja, wie weit kann die Kanone nach rechts und links ausschwenken, war für mich auch ein sehr wichtiger Wert, weil dann steht die Wanne und man kann sich trotzdem mit dem Rohr bewegen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man Gefahr läuft, gespottet zu werden. Also wenn man schon in einem Busch steht, dann möchte man sich ja so wenig wie möglich bewegen und bleibt dann halt stehen. Außerdem, was das Ganze noch mitbringt, ist halt, wenn man sich als Artilleriepanzer mit der Wanne dreht, dann braucht das Geschütz erstmal extrem lange, um wieder in seine Genauigkeit reinzukommen. Natürlich bei den Panzern mit hoher Feuerrate und hoher Genauigkeit, da geht das natürlich schnell. Aber wenn ihr die Artilleriepanzer mit Wumms mögt, wo ja auch die Deutschen beispielsweise mit reingehören, dann ja, hebt sich diese Streuung komplett auf, ja, geht ganz weit nach in alle Richtungen, ja, und braucht dann Ewigkeiten, um sich wieder zusammenzuziehen, ja, also um präzise zu werden, das will ich damit sagen. Deswegen ist dann auch sowas wie die Zielerfassung natürlich logischerweise wichtig, also wie schnell geht es, dass ihr vom äußeren Streuungsbereich in den inneren kommt und ja, was dann natürlich auch mit wichtig ist, ist die Streuung, das ist die allgemeine Präzision, also wenn ihr vollkommen
eure Präzision erlangt habt, ja, also wie groß ist dieser Abweichungsbereich. Das ist natürlich für Fahrzeuge, die sich darauf verlassen, dass sie ihr Ziel treffen, von besonderer Wichtigkeit. Ja, Überlebensfähigkeit habe ich komplett rausgenommen. Ich meine, ihr steht hinten im Busch und ja, wenn euch jemand ans Leder will, dann wird er das Duell auch gewinnen. Also die Werte sind da wirklich komplett unnötig. Und wenn mir jetzt einer kommt, ja, aber Zateklon, die Panzerung ist bei dem und dem Panzer aber besonders gut und das hast du gar nicht gesagt und das ist aber so boah, krass und ja, gut, dann hast du das Prinzip von Artillerie nicht verstanden. So, kommen wir zur Beweglichkeit und Beweglichkeit fand ich nicht mal so irrelevant tatsächlich, sondern fand ich einen doch schon wichtigen Punkt. Also klar, es ist wichtig, dass ihr hinten im Busch steht und schießen könnt. Es ist aber auch wichtig, dass ihr die Position, die ihr erreichen wollt, auch so schnell es geht erreicht. Ja, also bei manchen Maps ist es halt einfach so, dass ihr nicht da bei euch am Spawn stehen könnt und einfach schießen könnt, weil es meistens bei der Flag ist, also bei eurem Kontrollpunkt oder weil es einfach von der Position ungünstig ist, weil da irgendein Stein im Weg ist oder sonst was oder ihr gar nicht vielleicht in Reichweite seid. So, dann ist es auch wichtig, dass ihr halt einfach schnell dahin kommt, wo ihr hin wollt, damit ihr auch da hinschießen könnt, wo ihr hinschießen wollt. Also sowas wie Beschleunigung, ja, und die Höchstgeschwindigkeit fand ich da schon ein bisschen wichtig, ja. Also wie schnell kommt ihr wirklich an die Position, wo ihr hinkommen wollt? Das ist ja bei Spottern oder Jagdpanzern immer noch wichtig, aber bei der Artillerie auch. Klar, wenn man einmal da steht, wo man hin will, ja, dann ist es komplett egal, ob ihr schnell seid oder nicht, weil dann zählt nur noch die Kanone, weil dann werdet ihr euch keinen Meter irgendwo mehr hinbewegen. Weil wenn ihr dann gespottet werdet, seid ihr tot. Entweder wegen der gegnerischen Artillerie oder wegen allem möglichen anderen Kram vom Gegner. Bei Jagdpanzern ist da die Geschwindigkeit natürlich nochmal entscheidender, weil ihr Positionen öfter wechseln müsst, weil ihr auch vielleicht einfach mal einen Rückzug antreten müsst und so weiter. Das ist bei Artillerie, seid ihr einfach im Arsch. Ja, die Wendegeschwindigkeit, die habe ich ja gerade schon erwähnt. Also, natürlich ist die wichtig, ne? Also, habe ich jetzt auch mit einfließen lassen, weil, ja, wenn ihr mit eurem Geschütz aus diesem, ich sag mal, Winkel nicht mehr irgendwo hinschießen könnt, dann müsst ihr euren Artilleriepanzer ein bisschen wenden und dann könnt ihr schießen. Umso schneller dieser Prozess natürlich geht, desto mehr Zeit habt ihr fürs Einzielen, desto schneller könnt ihr präzise werden und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die Panzer, die sowieso unpräzise sind, ist diese Wendegeschwindigkeit natürlich vollkommen egal. Weil in der Zeit, wo du halt dich wendest, lädst du ja noch nach. Also jetzt beispielsweise, was wir hier hatten mit dem Deutschen, der lädt 29 Sekunden nach. Ob du jetzt da ein paar Millisekunden oder Sekunden langsamer wendest oder weniger langsam wendest, ist dann auch egal. Also Das verzeiht dir die Nachladezeit. Ja, Tarnung ist so ein Wert, der kann wichtig sein, fand ich jetzt tatsächlich nicht mal so wichtig. Du stehst halt hinten im Busch und wenn du halt aufgedeckt bist, bist halt aufgedeckt, bist dead. Ist halt einfach so. Punkt. Ja, Aufklärung, da fand ich die Sichtweite natürlich komplett unnötig, weil wer braucht Sichtweite in einem Artilleriepanzer? Ihr seid ja nicht dafür da zu spotten, aber die Funkreichweite ist dann doch noch sehr wichtig, also der Bereich, bis wohin ihr schießen könnt, wohin ihr euch mit anderen Verbündeten kommunizieren könnt. Das ist ja für Artillerie wichtig, dass ihr auch wirklich Ziele habt, auf die ihr schießen könnt. Und wenn die Funkreichweite halt kompletter Müll ist, also jetzt bin ich beispielsweise hier bei den Russen, dann bringt euch auch die geilste Kanone aller Zeiten nicht. Also hier beispielsweise haben hier die Amerikaner, ja, und der Russe dieselbe Feuerkraft overall jetzt gesehen, ne? Also in diesem Wert. Aber der Amerikaner hat halt einfach eine viel bessere Funkreichweite. Das heißt, er kann seine Feuerkraft viel effektiver nutzen als der Russe. So, in so einem Vergleich wäre der Russe halt schlechter, ne? Ja, aber was ich schon gesagt habe, es gibt ja bei der Artillerie sozusagen zwei Lager. Also einmal die Wumms machen und einmal die schnell schießen. Ich würde euch die Franzosen empfehlen, wenn ihr schnell schießen wollt. Also wir haben jetzt gerade Tier 6 gesehen und da machen die Franzosen wohl viel Damage und nicht so schnell Damage, also nicht haben nicht so eine hohe Nachladerate. Aber wie gesagt, die Ausnahme ist die Regel, ne? Also so ist das halt. Ich habe es auch in meinem Vergleich gesehen, also beispielsweise auf Tier 3 ist der Russe auch noch zu dieser Kategorie, schießt schnell, macht aber nicht so viel Damage.
Das würde auf den höheren Tiers anders. Da macht er dann viel Damage, aber schießt nicht so schnell. Der Deutsche ähnlich. Also der pendelt sich da irgendwann so ein bisschen ein. Macht am Anfang viel Damage, schießt nicht so schnell. Das wird dann irgendwann immer schneller, aber macht immer weniger Damage. Der Vergleich ist wirklich weird. Also ich kann es fast schon sagen, wenn ihr unbedingt Artillerie fahren wollt, sucht euch einfach irgendeine Nation aus. Es ist komplett egal eigentlich. Es ist halt wirklich egal. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch halt hier die Deutschen empfehlen und die Franzosen. Ja? Aber ich möchte jetzt noch so ein paar auf so ein paar Panzer eingehen und euch einfach ein bisschen erklären, was daran besonders ist. Beispielsweise haben wir jetzt hier bei dem Deutschen ja schon auf Tier 3 und dann nochmal auf Tier 4 zwei Zweige für Artilleriepanzer. Dasselbe haben die Amerikaner auch. Also auch auf Tier 3 und auch auf Tier 4. Also ab Tier 5 gibt es dann wirklich nur noch 5 Artilleriepanzer pro Stufe. Und ja, kommen wir mal zu den beiden hier. Ja, die Wespe beispielsweise, die geht in den geradlinigen Zweig der Deutschen. Also einfach... Ja, also praktisch die Standard-Artilleriepanzer. Und die Wespe ist auch so ein Panzer, der schon mit viel Schaden glänzt, aber halt lange zum Nachladen braucht. Ist halt ganz cool. Die Russen sind da beispielsweise nochmal was anderes, aber auf den unteren Tier sind beispielsweise auch nochmal die Amerikaner interessant, weil die auch viel Damage machen, aber ein bisschen brauchen, bis sie halt erneut schießen können. Ich würde sagen, für die ersten Tiers, für die ersten Artillerierunden machen die Deutschen schon Spaß. Gerade weil, wenn man halt trifft, ja, dann hast du auch wirklich dieses Gefühl, du hast irgendwas geschafft. Weil du brauchst lange zum Einzielen, du brauchst lange zum Nachladen. Und man muss sich gut überlegen, wohin man schießt. Weil wenn man halt daneben schießt oder wenn man halt keinen Treffer landet, dann ja, muss man halt erstmal wieder eine Weile lang da sitzen und nichts tun. Ne? Das ist halt einfach so. Ja, und das putzige Ding ist die Bison. Also, ja, es ist vom Prinzip her immer noch gleich, also viel Damage machen, lange nachladen und so weiter. Jedoch finde ich das Ding nochmal besonders erwähnenswert, weil es der einzige Artilleriepanzer, Entschuldigung, auf Tier 3 ist, der überhaupt Betäubungszeit hat. Also wenn ihr schnell die Kampagnen schaffen wollt, die Kampagnenmission für Artillerie, weil ihr da betäuben müsst und so weiter, dann fahrt den Bison und das Ding danach, weil die können halt betäuben, die anderen laut Werte können es halt nicht. Deswegen, ja, ist das Ding vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Ansonsten, wenn euch das ein bisschen egal ist, wenn ihr sagt, ja, hey, ich kann die Kampagnenmission ja auch später machen, dann fahrt einfach die Fraktion, auf die ihr Lust habt, bis Tier 5 und ab dann können eigentlich jede Fraktion betäuben. Deswegen, ne, wollte ich das nur nochmal kurz erwähnen, weil ist halt was ganz Besonderes, so, ne. Ja, der M7 Priest beispielsweise ist so das Gegenstück der Deutschen, also einfach macht auch sehr viel Damage und hat so ein paar andere Werte, beispielsweise die Mobilität bei dem Ding ist echt gut. Also ihr kommt schnell dahin, wo ihr hinwollt. Dafür hat es so ein paar andere kleine Schwächen, aber die sind jetzt nicht so entscheidend. Der amerikanische Zweig ist vor allem, was Funkreichweite angeht, total gut dabei, also sehr, sehr überraschend. Also wenn ihr die Amerikaner mögt, dann fahrt die Amerikaner. Damit macht ihr absolut nichts falsch. Ich habe jetzt die Deutschen im größten Teil nur empfohlen, weil ich sie halt bisher sonst einfach ja nie erwähnt habe oder beziehungsweise sie nie von Relevanz waren. Ja, bisher waren die Amerikaner mal irgendwie gut dabei. Ja, auch bei der Artillerie sind sie gut dabei. Also wenn ihr die Amerikaner sowieso mögt, wenn ihr sagt, ja, hey, nee, ich fange jetzt den deutschen Zweig jetzt nicht an, nur wegen Artilleriepanzern, dann könnt ihr auch die Amerikaner nehmen, macht ihr nichts falsch mit. Ja, die Russen, wie gesagt, die haben in den unteren Tiers noch so ein bisschen eine andere Form von Artilleriepanzern. Die schießen dann eher schnell und machen wenig Damage. Aber so ab Tier 5 gehen die Russen auch diesen Weg von viel Damage machen. Nicht so schnell schießen, aber viel Damage machen. Also die Russen sind da auf jeden Fall auch mit dabei. Also gerade auf Tier 3 und Tier 5, auch auf Tier 7 sind die Russen immer irgendwie mit dabei. Also das ist definitiv eine gute Fraktion für Artillerie, ganz klar. Ich habe auch so ein paar Artilleriepanzer, ich glaube bis Tier 3 habe ich die, glaube ich, sogar gefahren. Macht ihr nichts verkehrt mit, wirklich nicht. Also, wie gesagt, diese 5 Nationen, die Artilleriepanzer überhaupt stellen,
Ja, die machen das halt auch einfach, ja, das ist halt auch einfach nicht verkehrt. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, die Franzosen sind halt eine Fraktion, die schnell schießen, aber nicht so viel Damage machen. Auf Tier 7 machen sie auch okayen Damage, sind von der Funkreichweite auch gut dabei, haben eine interessante Geschützgeschwindigkeit, also ihr kommt schnell dahin mit dem Geschütz, ihr könnt das schnell lenken, also schnell auslenken dahin, wo ihr es haben wollt. Ich meine, das ist jetzt nicht so der wichtigste Punkt. Kann wichtig sein, wenn ihr zwischen Ziele hin und her switchen wollt. Hier sei aber nochmal gesagt, die andere Fraktion, die das hat, die kann das fast genauso schnell. Ja, die andere Fraktion sind dann die Briten. Also die Briten haben auch einen Zweig, was Artillerie betrifft, der halt auf Feuergeschwindigkeit einen Wert legt und nicht so auf Damage. Also die Briten machen dann auf Tier 7 hier beispielsweise sogar, oder was, auf Tier 9, machen sogar mehr Damage. Also wie gesagt, von den Tiers her, ja, um das einmal so ein bisschen zu erwähnen, es gibt keine, also die Fraktionen allgemein sind nicht konstant in ihren Werten, ja, also nur weil jetzt beispielsweise, also jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt nicht richtig, aber soll jetzt nur ein Beispiel sein. Auf Tier 5 beispielsweise macht der Brite total viel Damage, so 900 Damage oder sowas, keine Ahnung. Aber auf, und alle anderen machen so 600 beispielsweise, ne? Aber auf Tier 9 beispielsweise, ja? Also ist jetzt nur ein Gedankenspiel. Macht der Brite dann 700 Damage, ja? Und alle anderen machen 1000. Also, sie sind überhaupt, also die Panzer an sich sind überhaupt nicht konstant in ihren Werten. Das macht den Vergleich total schwierig. Und es macht das auch für mich schwierig, euch zu sagen, ja, hey, die Fraktion, die könnt ihr anfahren. Da habt ihr einfach immer dasselbe. So, wäre auch ein bisschen langweilig, wenn eigentlich der Artilleriepanzer so von seinem Prinzip her auch immer gleich ist. Aber die Briten und die Franzosen, die sind halt von diesem Prinzip, dass sie halt schnell schießen, halt wirklich immer gleich. Es sind da nur so ein paar Werte, die sich da ändern und die halt nicht konstant sind. Das ist bei den anderen Fraktionen halt auch so. Aber gerade das hat mich halt total fertig gemacht, als ich das verglichen habe. Achso, kurz mal erwähnt, ich habe nur die ausgebauten Versionen der Artilleriepanzer verglichen. Genauso wie bei den anderen Einsteiger-Guides habe ich auch nur die ausgebauten Versionen verglichen, weil ich immer finde, dass die Stock-Varianten im Verhältnis zueinander immer schwierig zu vergleichen sind, weil beispielsweise hat die eine Fraktion mal 3 Kanonen und die andere Fraktion nur so 2 und so. Und welche Kanone soll ich jetzt mit welcher vergleichen? Deswegen habe ich einfach das letzte genommen, weil forscht den Panzer durch und dann habt ihr halt das Beste, was ihr aus dem Panzer rausholen könnt. Das war bei der Artillerie genauso. Aber um mal eben ein Beispiel zu nennen, also das Ding sieht ja auch wirklich nach Artillerie aus, sobald man das dann einbaut, was soll das sein? Das ist mehr Panzer als Kanone. Also ist ja im Prinzip richtig, aber das weiß ich nicht. Also kennt ihr das so aus so Kinderspiele-Kulissen, Bädern und so? Diese Ballkanonen, so sieht das aus. Total lächerlich. Da ist halt das ausgebaute Ding dann doch irgendwie cooler und ja, auch irgendwie vergleichbarer, ne? Also bei den anderen Fraktionen gibt es solche interessanten Designs, sage ich jetzt einfach mal. Gibt es natürlich auch, aber wollte ich nur nochmal erwähnt haben, nicht, dass da irgendwie zu Verwirrung kommt. Ja, also die Deutschen, die ich euch empfohlen habe, die gehen halt ihren Weg, was Damage angeht, eigentlich weiter. Bloß, was ich total interessant finde, gerade wenn sie in den Tiers höher steigen, was halt auch nicht konstant ist, ja, das ist das Bekloppte. Machen sie auch weniger Damage als beispielsweise die Franzosen oder die, nicht die Franzosen, die Amerikaner und die Russen. Ja, irgendwann werden sie halt zu Panzern, die schnell schießen. Also wir haben es ja gerade auf Tier 6 gesehen, da ist es eher so ein Panzer, der schnell schießt und nicht viel Damage macht. Also ganz weird, ja, also wirklich. Auch auf Tier 9 sind die Deutschen, was Damage angeht und was Damage Output angeht, total gut, weil sie mit ihrer Geschwindigkeit, weil sie overall halt einfach gut sind. Beispielsweise der GW Panther hier, das ist so ein, ich nenne es mal Fluchpanzer von Sergeant Rums, von mir tatsächlich auch. Also wenn wir den begegnen auf Tier 7, dann ist das meistens eine sehr kurze Runde für uns. Genauso dasselbe Ding ist für die Lehefe. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt. LEHF, glaube ich, oder so, heißt der Franzosen-Premium-Panzer. Auf jeden Fall, der beispielsweise, der erfüllt dieses französische Prinzip von schnell schießen in allerhöchster Perfektion. Der schießt einfach so schnell,
der schießt schneller, als dass er betäubt. Also das ist halt total bekloppt. Also du stehst da halt bis, weiß ich nicht, 10 oder 15 Sekunden oder so betäubt. Und in der Zeit hat er schon längst nachgeladen. Das heißt, der schießt dich einfach komplett zu Brei. Bei dem ist es halt einfach, trifft er dich einfach, bist du schon fast tot. Und dann bist du noch betäubt. Also die Deutschen bleiben relativ konstant in ihren Werten. Aber wie alle anderen Fraktionen gibt es halt Werte, die nicht konstant bleiben. Aber wie gesagt, ich würde euch die Deutschen empfehlen. Und da macht ihr nichts verkehrt mit. Und ja, probiert sie einfach aus. Gerade an den Anfangstiers müsst ihr euch leider daran gewöhnen, dass die Nachladezeit halt wirklich sehr, sehr hoch ist. Das wird aber besser in den weiteren, späteren Tiers. Und ja, ich denke mal, so Artillerie ist halt eine... Ja, so eine Chill-Klasse, ja. Also ihr müsst euch da nicht irgendwie kompetitiv anstrengen oder irgendwie anfangen, taktisch zu denken oder sowas. Also klar kann man und das ist auch fürs Team besser, ja. Also jetzt bitte, ne, nehmt mich jetzt hier nicht allzu sehr beim Wort. Nur verglichen mit den anderen Fahrzeugklassen ist Artilleriefahren dann doch wirklich mal eben Kopf ausschalten und einfach Spaß haben. Weil wenn ihr halt irgendwen komplett zu Brei schießt, ist das immer fürs Team gut. Klar könnt ihr das taktisch machen an irgendwelchen engen Stellen, wo euer Team nicht weiterkommt und irgendwie einen Flankenmanöver eurer Spotter Mediums ja, irgendwie decken oder so. Ja, das macht fürs Team natürlich noch viel mehr Sinn und ist noch effektiver, ja. Aber wenn ihr halt irgendwen rausnimmt, bringt das auch was. Ja, also deswegen, Artilleriefahren ist jetzt nichts, was wirklich viel Skill benötigt, muss man ganz klar sagen. Also es braucht gefühlt sogar mehr Luck als Skill, gerade bei den Streuungen. Also wenn ihr halt eine Streuung habt, ja, um den Panzer, wo praktisch um den Panzer herum nochmal, wie so bei so einem wie soll ich das erklären? Stellt euch 9 Kästen vor, ja, und der... Ach, das ist wirklich schwierig zu erklären. ach Mann, egal, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also, wenn ihr... Die Streuung ist halt einfach so ein bisschen das Lackpotenzial bei Artilleriepanzern, ja? Also, wenn ihr einfach ein hohes Streufeld habt, dann müsst ihr einfach hoffen, dass euer Schuss ankommt. So, das braucht kein Skill. Wenn ihr halt trifft, ist gut. Dann ist es halt einfach. So, wir sind jetzt mit allen Klassen durch in World of Tanks, beziehungsweise mit allen offiziellen Klassen. Also beispielsweise die Radpanzer habe ich bei den Spottern beispielsweise nicht erwähnt, aber auch einfach aus Prinzip. Aber es gibt ja auch beispielsweise noch die amerikanischen Jagdpanzer oder britischen mit ihren drehbaren Turm. Sind auch so Unterklassen. Aber ich denke, das mal sind alles so Themen für andere Guides. Ja, also jetzt habe ich natürlich auch vor, euch ein bisschen was über die Besatzung zu sagen, über Tarnung, über Spotting, über die Einsatzmodule. Ich weiß jetzt gar nicht den richtigen Namen dafür. Auf jeden Fall kommt dazu noch auch einiges. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, Abo dalassen, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon wissen wollt, was ihr wichtig findet oder was ihr unbedingt so als erstes sehen wollt. Ja, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich das auch umsetzen, weil wie gesagt, jetzt sind wir mit den Klassen durch und zu Weihnachten kommt erstmal was anderes und ich denke mal so im nächsten Jahr, da kommen dann weitere Einsteiger-Guides zu World of Tanks und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt hier die Artillerie durchgequält habe. Aber ja gut, gehört dazu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.